Ja, meine Final Fantasy Sieben Wölfe, ich bin wieder da. Heute jetzt nochmal und zwar mit dem Remake. Wir wollen natürlich weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir waren in diesen Gängen auf dem Weg zum zweiten Reaktor, den wir in Boom machen lassen wollten. Und ja, ich will da gar nicht zu lange drum rumreden. Wir machen gleich einfach weiter. Euch gefällt Final Fantasy Sieben? Ihr mögt meine Videos, dann unterstützt mich, lasst dem Video eine positive Bewertung da. Gerne könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wir legen los. So, weiter geht's. Barrett haben wir jetzt wiedergefunden. Das heißt, wir müssen auf ihn reden. Was läuft? Ach so, das sind diese Lampen im Boden. Ich wollte gerade schon wieder sagen, nicht da Materium, aber nein, ist nicht so. Wir müssen jetzt auf jeden Fall wieder. Der Kläffer von Shinra weist uns den Weg. Er meint Stan. Ja. Ach so, diese Zeichnung, ja, auf die muss ich jetzt so ein bisschen achten. Und dem Hund muss ich jetzt folgen. Okay. Ach da! Ich wollte gerade sagen, ich habe doch irgendwo ihm so eine Drohne gesehen. Und die kriegt jetzt mal ordentlich eins auf die Mütze gebreddert. Zack, da ist ja noch eine. Barrett, unterstützt du uns mal ein bisschen? Du hast Maschinenarmgewehr. Mann. Oder Maschinengewehrarm. So. Das wäre, glaube ich, noch das Korrekteste, was ich sagen wollte. Zack. Damit könntest du. Okay. Schienen mit blauem Signal entlang. Na gut. Wo ist ein blaues Signal? Meinst du damit diese komischen blauen. Ist schon oben. Eigentlich sollte Jesse ihm ja helfen. Ich hoffe, er kommt alleine klar. Wir ja. Oh mal. Nö, ey, da drüben sind schon wieder solche Drohnen. Oh, die Nähe-Fan. Zack, zack, zack. Ich hau drauf. Was? Wo kommt ihr denn her? Wer seid ihr denn? Ja, das sind so eine komischen Katzenwuppies. Alter. Ach, Hunde, weg mit euch. Ich dachte, da ist noch eine blöde Drohne, aber nein. Da kommt ja noch ein bisschen mehr aus dem Tunnel gelaufen. Beziehungsweise aus der Tür. Barrett, bitte einmal da oben hin feuern. Ich mach mal. Oder ich mach so. So, dann ist er auch unten. Wenn Barrett schon nicht mit seinem Gewehrarm hier mal für Ordnung sorgen will, dann mach ich das ihm. Sag mal, Leute. Aua, das war heiß. Aua, das war heiß. Das war noch heißer. Sag mal, was soll denn das? Da ist noch so ein Drohending. Das habe ich gar nicht gesehen. Wo kommt das denn schon wieder her? Achso, die Kisten, genau. Die wollen wir auch nochmal klein machen. Zack, und jetzt wieder weiter Richtung Kisten. Nee, nicht Richtung Ausrufezeichen in diese Bahn. Die Funken da oben? Nee, das ist irgendwie eine Störung. So, wir müssen da lang laufen, wo die Lichter sind, oder? Nee. Wir müssen hier die Leiter hoch, die Treppen. Da ist so ein Wuffi, ich habe ihn gesehen. Da. Ja. Stamp hat den richtigen Riecher. Ja, gut. Die Schnauze von Stamp zeigt in die Richtung, in die wir müssen. Also hier hoch, wie ich gesagt habe. Gut, habe ich verstanden. Das kriegen wir hin. So. Stamp, leite uns den Weg. Weis uns den Weg. Sei der weise Hund. Hallo? Was ist das denn? Da war was. Da ist was gehuscht. Was? Ach, da! Was ist das? Eine Kanalratte? Sieht so aus. Ganz schön großes, fettes Vieh. Naja, jetzt ist es ein plattes Vieh. So, kann ich irgendwas hier wieder aufwerten? Wieso ist Claude ein geringeres Level als Barrett? Also, das gibt irgendwie keinen Sinn. Also, ich meine, der gute Claude ist mit Sicherheit um ein Vielfaches stärker als Barrett. Aber, okay. Ich weiß nicht, wie das jetzt gerade zustande kommt. Egal, wir müssen jetzt hier runter. Da ist noch eine Kiste und... Ach, da unten sind ja Ekelviecher. Oh. Ja, wir wissen. Marco böse. Haben wir verstanden, Barrett? Wir machen die Viecher platt und... Und sorgen ja dafür, dass hier alles besser wird mit der Zeit. Aber jetzt... Ey, sind ja schon wieder so eine fetten Ratten. Diese garstigen kleinen Rattenviecher, die müssen. Machen wir Platz, sobald wir das große Vieh hier mit seinen Dingern da kaputt gemacht haben. Aber eigentlich wollte ich den erst nochmal scannen. Habe ich jetzt einen Kampfbericht erstellt? Eine Dusche wäre jetzt nett.
Ja, Tifa, das finde ich auch. Das könnten wir gerne machen, aber ich glaube, wir haben leider noch zu tun. Achso, du meintest für dich. Ich wäre gerne mitgekommen, aber okay. Nee, wir haben hier noch zu tun. Für so einen Blödsinn haben wir später mal Zeit. Nicht jetzt. Wo muss ich denn jetzt lang? Ach, da. Hallo? Hallo? Kuckuck. Hey. Ja? Darf ich? Danke. Dass ich manchmal so genau an der Position stehen muss, damit das da funktioniert. Also, das finde ich manchmal ein bisschen nervig. Aber okay. Jetzt wieder irgendwelche krabbelnden Skorpionwürmer platt machen? Oder was das auch sonst für komische Mutantenviecher sind? So, platt ist platt. Ganz einfach. Ja, Barrett, du sing mal schön. Du hast ja auch die wunderschönste Gesangsstimme von uns allen. Wir übernehmen das Kämpfen, dann haben wir eine faire Aufteilung, oder? Was sagst du dazu? Oh, keine Widerworte. Denke ich, ist er meiner Meinung. So, aber hier sind ja noch mehr von denen, ey. Zack, 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 zack. Oh, oh. Da hinten. Da hinten. Ja, wollte ich gerade sagen, da ist ja noch so ein Riesenvieh. Ist das die Mama Königin oder wer ist das? Hallo, ich lass mich hier nicht von dir einnetzen. Komm nicht auf dumme Idee, mein Freund, ne? Ansonsten muss ich aus dir Ekelgeschnetzeltes machen. A la Cloud Art. Das ist nicht lecker, es ist nicht schön, aber es muss sein. Was ich hier gerade für Blödsinn rede, weiß ich nicht. Auf jeden Fall muss ich das Vieh jetzt erstmal gleich kriegen. So, jetzt sollte ich aber. Aua! Einen Kampfbericht erstellt haben. Wo ist das Vieh hin? Und jetzt wollen wir mal ein bisschen Magie draufhauen. Feuer? Oder nämlich Fähigkeiten? Impulsi wäre wahrscheinlich auch eine Möglichkeit, ne? Oder wir machen einfach Schwerti. Zack. Oder Schwertsturm. Schwerti. So, zack, zack, zack. Haben wir ordentlich runtergeballert. So, pam, 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 pam. Das Kerlchen war ziemlich gut im Futter. Hier hat wohl lange keiner mehr aufgeräumt. Nö, das. Nein, war das widerlich. Ach, Tifa. Keine Angst. Ich. Pass schon auf dich auf. Ja, ist ja immer so. So, Netz einmal wegmachen und dann. Da hinten ist der nächste Wuffi, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Da oben. Und da hinten ist noch eine Kiste in der Ecke. Die wollen wir uns auch noch schnell mitschnäppern. Bevor wir den weiterziehen. Also ich muss sagen, diese U-Bahn-Tunnel sind ganz schön gefährlich. Ja, Barrett, ich hab's verstanden. Kann ich nicht beurteilen, ich kenne das Original nicht. Oh! Shinra versucht wohl doch, sie loszuwerden. Aber ziemlich halbherzig, wie es aussieht. Boah, die wollen aber für nicht viel Geld ausgeben, also warum sollten sie sich Mühe geben? Warum kriegen immer wir diese dämlichen Jobs aufgebrochen? Wahrscheinlich, weil ihr die Dümmsten in der Firma seid. Hat doch alles keinen Sinn. Und warum man es mit euch machen kann, weißt du was? Wo kommen die her? Ja, von da, wo du nicht herkommst. Tak, 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 tak. Weg mit dir. Boom. So, wo ist dein Kollege? Ach, Kollege Schnürschuh liegt auch schon am Boden. Ist ja noch einer. Wo kommst du denn her? Wer hat dich denn bestellt? Ich nicht. Warte mal kurz. Ich komm mit. Zack. Wo ist denn der nächste? Hallo? Darf ich auch mitmachen? Seht ihr? So geht's schneller. Haben wir es geschafft? Gut. Weiter geht's. Ach nee, da hinten sind noch Kisten. Die will ich nochmal auseinandernehmen. Da könnte was drinne sein. Und da war auch was drinne. MP-Heilung durch bla bla bla. Ihr habt die Meldung nicht so schnell lesen können. Aber ich kann sagen, dass wir hier lang müssen. Weil das der einzige Weg ist, den es gibt. Gibt es hier noch Kisten? Nein. Oh, Entschuldigung, Tifa. Ich wollte dich nicht über den Haufen laufen. Ich guck dir nur so gern vom Nahen in die Augen. Hä? Bin ich hier doch falsch? Was ist das? Ach, da ist eine Tür. Okay. Ja, wo sind wir denn, Barrett? Weißt du das? Ach so, da ist eine Karte. Ja gut, ich komme. Und? Was hat der große Anführer zu sagen? Von uns befindet sich ein Bahndepot.
Da wollen wir hin. Und dann? Gibt's einen Geheimgang. Oh, ein Geheimgang. Bericht von der Analytik. Wir haben jetzt genug Kampfdaten zu Avala. Wie oft muss ich das denn noch sagen? Statusberichte interessieren mich nicht. Aber, Sir... Hast du etwa den Krieg gegen Wutai vergessen? Der Ruf der Firma kann leiden, wenn wir unsere Gegner nicht ernst nehmen. Der Feind muss ausgerottet werden, und zwar mit Stumpf und Stiel. So und nicht anders geht der Shinra-Konzern vor. Kapiert? Aber... Ach so. Der feine Herr hat diesen Job hier wohl nicht nötig. Und will, dass ich ihn mitsamt seinen Kameraden auf die Straße setze. Ja. Ja, so tolle Shinra, ne? Wir werden sofort den Test... Toller Verein, für den ihr da arbeitet, wa? Macht Spaß, ne? Werdet ihr schön gewertschätzt. Geht auch voll um die Menschen. Der Direktor wird meine überaus loyalen Dienste sicher zu schätzen wissen. Ja. Ach, du bist dem Direktor doch genauso scheißegal, wie dir deine Leute egal sind. Wenn du über die Klinge springst, sucht er sich den Nächsten. Also, wie dumm sind die eigentlich? Aber egal, wir müssen jetzt... Gott sei Dank laufe ich in die richtige Richtung. Ich habe nämlich gerade überlegt, bin ich jetzt überhaupt richtig gelaufen? So, ich denke, da leuchtet es gelb, hier leuchtet es blau. Also müssen wir wohl ganz, ganz links lang laufen. Ja, Wovi zeigt auch mit der Schnauze hier lang. Also habe ich mal wieder den richtigen Riecher bewiesen und auch den richtigen Weg eingeschlagen. Okay. Mann. Ich kriege hier gleich einen Nackenstarre. Ich brauche echt bei Gelegenheit mal einen neuen Stuhl. Du redest ja schon wie Barrett. Ich sitze hier einfach nicht mehr so gut drauf. Hey, warte mal kurz. Ja? Was denn? Hast du Angst, dass wir die nicht schaffen? Der Weg wird schwerer bewacht, als ich gedacht habe. Echt? Scheint ein ganzes Nest hier zu sein. Werden wir wohl ausräuchern müssen. Macht nix. Dafür habt ihr doch mich dabei. Könnt jetzt dankbar sein, dass Jesse nicht dabei ist. Jetzt kommt der gute Claude und... Hier sind ja noch so ein... Hier sind ja so einen komischen... Schnellfeuer... Kurzraketenwerfer-Dinger in der Nähe. Verlorene TP-Trefferpunkte kannst du mit Gegenständen wie Heiltränken oder Magie wie Vita regenerieren. Aha. Bin ich schon... ich bin schon total geschwächt. Claude, bitte einmal Supertrank nehmen. Du bist gerade ein bisschen flambiert worden und das tut dir gar nicht gut. Uiuiui, ey, sag mal. Boah. Okay, ich muss zugeben, die sind hier etwas nervig. Sag mal, Barrett, du hast einen Gewehrarm. Kannst du auch mal... Ey, selbst Tifa zeigt mehr Einsatz als du. Das kann doch nicht angehen. Dass das gute Mädel mehr Schaden macht als du. Meine Güte. Und du sollst im Level höher sein als ich? Ey, ich krieg einen Lachkampf. Ich glaube, mein Furz hat mehr Durchschlagskraft als dein komisches Gewehrdings da am Arm. Das kann ja wohl nicht angehen. So, jetzt wird's aber Zeit, dass wir hier endlich mal das Ganze hier beenden. Eva, komm, wir machen das jetzt alles kaputt hier. Wenn Barrett hier so eine Lusche sein will, dann muss das eben an uns hängen bleiben. So, und jetzt aber richtig drauf da. Bam, bam. Dem ist nicht leicht beizukommen. Ich glaube... Oh, ouch. So, der ist kaputt. Meine Güte. Anscheinend haben die doch eine recht gute Panzerung. Die ist doch nicht allein im Barrett. Hab ich mich umsonst über den Dicken beschwert? Aber okay. Ey, so oft musste ich mich ja noch nie heilen. Das war... unerwartet. Bald haben wir den Geheimgang erreicht. Aber eigentlich haben die gar nicht so viel Schaden gemacht, wie ich den Eindruck hatte. Ich glaube eher, dass die ziemlich robust waren und sehr lange überlebt haben. Deswegen... Deswegen kam so viel Schaden von so vielen gleichzeitig. Wir werden beobachtet. Hast gesehen? Da oben ist eine Kamera an. Hast nicht gesehen, Barrett? Macht nix. Ich aber. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Müssen wir da oben rein? An uns
Okay, ich... Ich weiß nicht, ob ich hier oben rein sollte. Ich glaube eigentlich nicht. Das hat mich jetzt nur zu einem weiteren Kampf geführt, aber... War das etwa schon alles? Ich hoffe doch. Weil gerade freundlich waren die nicht und... Ne, hier sind nur Kisten drin. Und die sind auch noch leer. Oder bin ich hier doch richtig? Müssen wir hier auf der Seite wieder raus? So viele Wachen. Seltsam, was? Irgendwie sieht das doch so aus, als wenn ich richtig bin. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich mich verlaufen habe. Ja, ich weiß. Und da hinten ist er. Ich glaube, wir müssen durch den engen Spalt da durch. Vielleicht hier? Ja, und ob Coopers Nase richtig liegt, erfahrt ihr, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Und um das zu tun, wäre natürlich das Beste, wenn es euch heute gefallen hat, ihr das Video liked, dann dem guten Wolf hier noch ein Abo dalasst und natürlich die Glocke aktiviert. Dann seid ihr nämlich auch beim nächsten Mal wieder dabei, denn ihr werdet daran erinnert. Und natürlich könnt ihr auch gerne morgen wieder einschalten bei meinem kleinen Silvesterprogramm, das jetzt nicht so sprudelnd sein wird. Ich werde auch dieses Wochenende wieder eher wahrscheinlich relativ kurze Roblox-Videos raushauen und dann ab Montag wieder mit Normalprogramm starten. Weil die Feiertage bin ich jetzt auch wieder schwer beschäftigt. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auch wenn ich mich bei euch nochmal melde. Aber bin ja nicht wirklich aktiv da, weil das werde ich alles heute noch vorproduzieren. Und ja, ein Happy New Year wünsche ich euch denn auch schon mal im Voraus. Nee, das ist eigentlich doof, das macht man nicht, ne? Ich wünsche euch einen guten Rutsch, ein schönes Wochenende und kommt gut ins neue Jahr. Wir sehen uns dann auf jeden Fall, ihr seht mich morgen beim Video wieder, das schon vorproduziert ist. Und ich komme dann ab Montag wieder mit neuen Videos. Also, bis dahin, au! Bye, bye!